Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Naruto Online. Und wir machen weiter im Story Mode, beziehungsweise wir wollen uns mal angucken, wie wir unsere Ausrüstung in Zukunft noch besser hochstufen können. Ja, da konnten wir was machen. Können wir noch irgendwas hochstufen? Ja, hier den Ring können wir zu einem Chunin-Ring machen. Zack. Fertig. So haben wir uns nochmal ein bisschen verstärkt. Bei den anderen können wir zumindest bei Naruto und Sasuke auch noch was machen. Allerdings haben wir da nicht genug Ressourcen für. Also haben wir erstmal nur uns hochgestuft, ist auch okay. Es ist wichtig, dass wir immer überleben. Das ist das Wichtigste. So, was ist hier mit dem Online-Paket? Können wir nochmal abholen. Das geht ja irgendwie anscheinend alle 5 bis 10 Minuten. Und dann setzen wir unsere Mission fort. Zack. Auftrag abgeschlossen. Haupthandler. Eskortiere Tatsuna. Tatsuna, wer ist Tatsuna? Der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ist Tatsuna der dritte Hokage? Heißt der Tatsuna? Nee, der heißt doch anders. Wäre mir jetzt auf jeden Fall neu. Ich vermute, dass die Mission doch eine andere sein, also nicht was anderes sein wird. Alter Mann, ich bin nicht mehr der kleine Junge, der gerne Streiche gespielt hat. Ich will nicht jeden Tag solche langweiligen Aufträge ausführen. Ich will schwierigere. Dann geben wir euch eben eine Mission der Klasse C. Die Mission beinhaltet den Schutz einer Person. Wessen? Um wen geht es? Nicht so hastig, ich stelle ihn euch vor. Komm herein. Da ist Tatsuna. Das ist dieser Brückenbauer. Ich bin ein sehr berühmter Brückenbauer. Mein Name ist Tatsuna. Bis ich wieder in mein Land bin, um die Brücken zu bauen, werdet ihr mich beschützen. Dieser alte Kerl hat wirklich keinerlei Benehmen. So. Dann geben wir mal die Mission an. Auftrag annehmen. Begleitet Herrn Tatsuna sicher ins Wellenreich. Dies ist euer erster Auftrag der Stufe C. Macht es gut. Dann mal los. Ich glaube, da müssen wir hier wieder nur raufklicken. Jo, die Reise ins Reich der Wellen. Na dann los. Warum bist du so ungeduldig? Das ist das erste Mal, dass ich das Dorf verlasse. Wird es mit diesem Jungen auch wirklich funktionieren? Keine Sorge. Ich, ein Jonin, werde auch dabei sein. Dann marschieren wir mal. Ja, kein Ding. Wir können auch ruhig mal ein bisschen kämpfen. Jo. Auch nicht schlecht. Ja, komm, einer noch. Jo. Da habe ich ihm den Rest gegeben. So, hier müssen wir anscheinend auch lang. Was ist denn das hier für ein Portal? Du brittst einen Kampf mit einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Willst du fortfahren? Hinweis. Wenn du diesen Kampf verlierst, kannst du kein Wiederbelebungselixier verwenden, um weiterzukämpfen. Dann lass mal lieber stecken. Aber was wir noch machen können ist, wir haben ja diese sogenannten Wiederbelebungselixiere. Wir können ja einfach mal... Wo haben wir die Wiederbelebungselixier? Kann in den Missionen beim Tod des Spielers benutzt werden. Regeneriert in... Achso. Also brauchen wir gar... Ich dachte, ich muss es vielleicht vorher schon reinmachen. Aber muss ich gar nicht vorher machen. Wird im Hochstufungstab des Ninjas-Fensters angewendet, um 500 Punkte Ninja-Erfahrung zu erhalten. Yo, so ein Steak bringt ja richtig was. Dann... Wo kann ich das verwenden? Wird im Hochstufungstab des Ninjas verwendet. Hochstufungstab war hier doch, oder? Hochstufen. Ja, aber hier sind doch nur so andere Sachen. Okay. Also einfach so Fleisch essen sieht nicht so aus. Naja, egal. Dann lassen wir das. Aber wir nehmen diese Truhe hier hinten mit.
Kann ich die Tour auch öffnen? Nö. Egal. Dann nehmen wir uns hier die nächsten Gegner vor. Fight! Ready, set, fight! So, ich hau mal ein bisschen. Ich werde die mal wieder ein bisschen flambieren. Der Kombo, unser kombiniert echt schon hart durch. Er macht nach fast jedem Angriff noch so eine Sprengdinger hinterher. Läuft. Soll ich hier irgendwas machen oder so? Nö. Nach einem längeren Fußmarsch. Was? Fremde Ninja. Kiri Ninja. Das erste Ziel. Tod. Sensei Kakashi. Tod? Fragezeichen. Jetzt kommt das zweite. Keine Hektik. Passt auf Herrn Tatsuna auf. Ja, kriegen wir ihn direkt down. Wäre gut, aber nee, er kann noch mal zuschlagen. Also den ersten haben wir down. Sieg. Es wirkt bisher trotzdem alles sehr, sehr einfach. Sensei Kakashi, du lebst noch. Ja, Sasuke, Sakura, ihr wart richtig gut. Naruto, diese Kerle hatten Gift an ihren Schwertern. Wir müssen das Gift schnell herausbekommen. Wir werden uns erst einmal einen Platz in der Nähe suchen, um uns auszuruhen. Bestanden. Besiege alle Feinde. Kampferfolg. Hab ich nicht alle Feinde besiegt? Hab ich doch. Was ist denn dein Problem? Stufe 10 für Naruto. Stufe 10 für Sasuke. Auf einem C-Stufen-Auftrag Ninja-Attentäter anzutreffen, ist sehr ungewöhnlich. Da steckt bestimmt etwas dahinter. Abschließen. Okay. Ich weiß jetzt auch, warum wir immer wieder sofort anlegen haben. Das ist, weil das dann den anderen Teammitgliedern, also die, die neu dazugekommen sind, immer. Okay. Neue Funktion verfügbar. Weil die dann das halt angelegt bekommen, ne? Nicht halt ich, sondern halt derjenige, der noch nichts hat. Alles klar, dann können wir mal gucken, was man hier so anwerben kann. Einmal ziehen. Bindungstour. Ein Brötchen, Objekt erhalten. Noch einmal ziehen. Kreuz für Tauschjutsu, okay. Anscheinend kann man da auch mit Glück irgendwelche anderen Ninjas ziehen. Aber Glück haben wir hier nicht. Gegenmittel. Brötchen und... zu guter Letzt. Brötchen. Schön. Und Siegeltruhe. Hot. Lee. Geil, wir haben Lee bekommen. Aber dafür braucht man bessere Sachen, glaube ich. Also, Lee könnte auch Glück gewesen sein. Unter diesen Umständen ist das schon eine B-Mission. Erzähl uns bitte, warum du von Ninjas beschattet wirst. Ehrlich gesagt ist ein sehr furchterregender Mensch hinter mir her. Ihr habt sicher schon von ihm gehört. Er ist der Eigentümer einer großen Reederei, Gato. Was, Gato? Der ultrareiche Boss der Firma Gato? Richtig. Seit einem Jahr hat er es auf das Wellenreich abgesehen. Mit Geld und Gewalt hatte er schon bald den gesamten Schiffsverkehr der Insel unter Kontrolle. Das Einzige, wovor Gato sich fürchtet, ist die sich gerade in Bau befindende Brücke. Aus diesem Grund müsst ihr mich unbedingt bis zur Baustelle der großen Brücke begleiten.
Dann haben wir keine Wahl. Wir werden dich begleiten, bis du im Wellenreich angelangt bist. Gut, wir werden hier erst einmal Rast halten. Matze, sieh nach, ob in der Nähe alles ruhig ist. Vielleicht treiben sich noch einige Angreifer in der Nähe herum. Verstanden. So. Was wir jetzt eben noch mal kurz... Hier, das können wir noch mal sofort anlegen. Es gibt eine neue Lektion, okay. Jeden Preis musst du nur 20 Coupons Goldbarren ausgeben. Ja, wir haben gar keine Goldbarren. Also von dem her... Fuck you! Hashtag fuck you in die Kommentare, wer immer noch zuschaut. Das würde mich mal interessieren. Und wir gucken mal, ob die Luft rein ist, halbwegs. Erstmal den Auftrag hier noch annehmen. Zack. Wirf hier Ninjas an. Okay. Auftrag abgeschlossen. So, jetzt können wir noch mal den vierten Ninja, unseren Lee, mit reinnehmen in unsere Gang. Der kommt mit an die Front. Was? Anzahl aufgestellt, jetzt hat das Maximum erreicht. Okay. Okay. Dann halt nicht. Er ist jetzt aber auch noch Stufe 1. Wie konnte ich ihm denn nochmal dieses Brötchen verpassen? Egal, das kann ich auch irgendwann nochmal machen. Ach so, bei Ausbilden war das, ne? Da könnte ich ihm jetzt das Brötchen verpassen, damit er auch auf dieselbe Stufe steigt. Ach nee, bei dem ist das nicht mehr so. Der kriegt dann 50.000. Ach, und hier ist auch das Fenster, mit, wo man, sag ich mal, sich verbessern kann. Und wir könnten ja nochmal gucken, wie viel das bringt, wenn ich jetzt... Achso, das kann ich den anderen gar nicht. Kann ich gar nicht den das geben. Ich will mal kurz gucken, was das bringt. Ein Steak essen. Oh, auch Stufe 11. Hm. Ja, wollen wir irgendjemanden aus dem Team nehmen? Nee. Das ist ganz gut, wenn wir eine Heilerin dabei haben. Wir lassen das jetzt erstmal so. Und kämpfen hier nochmal ein bisschen. Ja, die machen immer schöne Dreier-Kombi. Ja, man, doppelt abgeflammt. Aua. Ja, die sind verbrannt. Die beiden. Die haben die verkackt. Jo, kritischer Treffer. Läuft. Ja, Mann. Auf Stufe 11. Stufe 11. Stufe 11. Alle Stufe 11. Sehr schön. Na, gleich die nächsten ran. Und jetzt. Zack. Dann, damit haben wir den ersten schon mal down. Aua. Aber damage-technisch hauen die schon ganz gut rein. Nur mal gucken, was die Heilung so bringt. Ja, ist ordentlich. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht einsetzen. Schon gut. Haben wir schon so besiegt. Ja, Leute. Wir machen an dieser Stelle erstmal eine Pause. Machen diesen Quest dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.